Hallo hier von unserer ersten Sitzung nach der Sommerpause in Straßburg. Brexit ohne Ende, würde ich sagen. Auch auf dieser Sitzung hier haben wir eine wichtige Resolution zum Brexit verabschiedet, wo wir uns als Parlament verpflichtet haben, einem veränderten Austrittsvertrag nicht zuzustimmen. Das heißt, wir wollen, dass es einen geordneten Austritt gibt, aber wir wollen auch, dass die Europäische Union mit Würde dieses Brexit-Kapitel abschließt. Ich habe in dieser Woche an zwei wichtigen Resolutionen mitgearbeitet. Einmal ging es um die Patentierbarkeit von Leben. Es ist so, dass das Europäische Patentamt behauptet, dass auch auf Pflanzen, auf gezüchtete Pflanzen, Patente vergeben werden können. Das Parlament war immer dagegen und wir haben jetzt in einer erneuten Stellungnahme hier im Parlament gesagt, dass wir Patente auf Leben nicht wollen, dass es also Züchtern freistehen muss, das Genmaterial, das heute da ist, zu nutzen und für Kreuzungen zu verwenden. Und wir haben eine wichtige Resolution über Wälder gemacht, auch im Rahmen der Überlegungen über den Klimawandel. Wir sehen, dass Wälder bedroht sind in Europa. Der Borkenkäfer breitet sich aus. Auch wir in Südtirol haben ja den Sturm im letzten Jahr erlebt. Und wir haben eine Resolution verabschiedet, wo wir sagen, dass die Europäische Union, die europäische Politik sich auch stärker um Wälder kümmern muss, weil Wälder doch ganz fundamental auch sind für unser Ökosystem, für die Biodiversität und nicht zuletzt auch im Kampf gegen den Klimawandel. Und wir hatten endlich die Abstimmung hier über die Schlussabstimmung über eine Hilfe der Europäischen Union an Italien nach dem Unwetter vom letzten Herbst, das eben auch bei uns gewütet hat, allein in Südtirol eine halbe Million Kubikmeter Holz umgefallen sind. Italien wird 277 Millionen Euro jetzt bekommen und kann dieses Geld dann auf die Regionen aufteilen, damit den Geschädigten von diesem Sturm endlich geholfen werden kann. Ich denke, das ist auch ein Beispiel, wie die Europäische Union in schwierigen Situationen zur Seite springen kann. Das waren so die wichtigsten Dinge hier von unserer ersten Sitzung in Straßburg. Schönen Tag.